So, hallo nochmal. Meine nächste Ladung ist Weißwäsche. Davon habe ich nicht so viel, außer auf meinem Kind. Deswegen kommt Weißwäsche nicht so oft vor. Aber ja, genau, das ist Weißwäsche. Also dafür benutze ich Ariel Vollwaschmittel. Und ein bisschen Sanomat-Hygiene-Waschpulver. Wäscheparfüm benutze ich nicht, sondern nur ganz wenig vom Lenor Tiefensee-Mineralien. Yep. Also mache ich hier jetzt mal zu. Das kommt hier rein. Jetzt noch ein bisschen vom Sanomat Hygiene. Weichspüler. Ist ein bisschen voll geworden. Waschpulver, Entschuldigung. Oh, was ist denn da drin? So. Genau. Ich tue noch ein bisschen vom Antikalk Gel. Nehme ich jetzt mal rüber. Kippe ich jetzt hier ein bisschen rein. Ups. Das war jetzt zu viel. Und ich stelle es hier hin. Und noch ein bisschen. Ich spüle aber ganz wenig. So, das reicht schon. So hier. So. Genau, ich wasche auf 40 Grad pflegeleicht. So. Und das Ariel Vollwaschmittel Kompakt, das benutze ich gerade das erste Mal. Wie gesagt, ich habe nicht oft weiße Wäsche zum Waschen, da ich sie erst gerne sammle, weil ich nicht so viel davon habe. Ich bin eher der Schwarzwäschentyp oder Buntwäsche. Aber weiß habe ich nicht so viel. Außer meine Kleine halt.
Genau, dann melde ich mich wieder, wenn die Waschmaschine die 40 Grad erreicht hat. Bis gleich. Die Waschmaschine hat die 40 Grad erreicht. Und so sieht es jetzt aus. Voll mit Schaum. Zu viel Schaum, denke ich auch. Ich glaube, das liegt daran, dass ich viel Waschpulver benutzt habe. Und das Sanomat, das schäumt auch viel, habe ich gemerkt. Naja, ich glaube, dann muss ich extra spülen machen später, damit die Wäsche dann auch richtig sauber ist. Und da ich das Ariel Vollwaschmittel kompakt noch nicht benutzt habe, ich wusste nicht, dass das auch so schäumt. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.